Freunde, wir hatten wieder einmal einen Tarkov TV Live Podcast, beziehungsweise ja, der wunderbare Herr Nikita, also der COO von Battlestate Games, hat sich mit der Community zusammengesetzt, um einfach uns nochmal ein paar Informationen zu geben über die nächsten Patches in Escape from Tarkov. Die zwei Haupt-Talking Points an der Stelle waren natürlich einmal die Announcement von Arena, das heißt, dort haben wir nochmal weitere Informationen zu bekommen. Und natürlich das Main Game selber, Escape from Tarkov, hat nochmal auch weitere Informationen zu bekommen zu dem nächsten Patch der Lighthouse Expansion. Freunde, für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico, der T-Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Ich werde die ganzen Informationen jetzt einfach hier runterrattern. Ich habe sie alle hier auf dem Handy direkt aufgeschrieben. Das heißt, wir werden das jetzt alles komplett chronologisch durchgehen, wie das auch im Podcast selber passiert ist. Bedeutet also nicht irgendwie, dass ein paar Informationen am Anfang am wichtigsten sind oder so. Nein, die sind tatsächlich nicht sortiert. Richtung Ende des Videos kommen dann tatsächlich auch noch ein paar Punkte, die sau geil sind. Und ja, leider haben wir auch ebenfalls eine gnadenlose Enttäuschung bekommen im heutigen Podcast, aber dazu kommen wir dann gleich. Wir fangen direkt hier mit einem Knaller an, und zwar ist der Wipe confirmed mit dem nächsten Patch. Das ist eine Information, die wir hin und wieder mal immer so ein bisschen am Rand bekommen haben, aber Nikita hat jetzt einfach nochmal selber gesagt, yo, Wipe ist confirmed mit dem nächsten Patch. Und dann gehen wir auch direkt schon in die Arena-Announcements bzw. weiteren Informationen zu Tarkov Arena, dem PvP-Deathmatch bzw. Scharmützel-Modus für Tarkov Arena bzw. für Tarkov, dem alleinstehenden Spiel Tarkov Arena. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Closed Beta, die im Herbst starten wird, wird einmal für die treuesten ETS-Tester tatsächlich sein und für handselektierte Spieler aus der Community. Viele Leute hatten ebenfalls geglaubt, dass möglicherweise die Edge of Darkness Edition mit dem Release von Arena tatsächlich auch entfernt wird. Das ist nicht der Fall. Edge of Darkness wird erst dann removed, wenn das Game Escape from Tarkov an sich komplett released. Arena selbst wird zur Testingphase 1 bis 3 kleinere Maps tatsächlich haben, und wenn das Game dann an sich komplett released, werden wir 5 bis 6 kleine Maps haben und 1 bis 2 Medium-Größe Maps. Die Maps werden insgesamt einen Outdoor- und einen Indoor-Bereich featuren und ebenfalls auch in der Nighttime playable sein. Das heißt, wir können ebenfalls auch Night Raids dann entsprechend machen, während wir im PvP-Modus unterwegs sind. Für den Arena-Modus wird es ebenfalls eine Killcam bzw. einen Inspector-Modus geben. Das heißt, wir können genau nachvollziehen, wie wir in einer Situation gestorben sind. Für den Arena-Modus wird es ein Matchmaking, also ein Ranking-basiertes System geben. Das heißt, wir können upranken, wir können downranken, wenn wir dort unterwegs sind. Und es wird Custom-Games geben. Das heißt, also, wir können mit unseren Freunden da reinjoinen und unseren Custom-Lobbys dann dort spielen, trainieren und generell alles Mögliche halt machen, worauf wir halt so Bock haben. Server-Performance in Escape from Tarkov ist ebenfalls auch immer ein Thema. Und hier hat Nikita schon gesagt, dass die Tickrate der Arena-Server deutlich, deutlich höher sein wird als die Tickrate der normalen Escape from Tarkov-Server. In Arena selber würde es ein paar Challenges bzw. Tasks geben, die uns ermöglicht, bestimmte Sachen in Arena zu unlocken. Genauere Sachen hat er dort allerdings noch nicht gesagt, was wir genau unlocken können. Es wird im Arena-Modus einen gewissen Zeitablauf geben bzw. einen Timer geben. Wenn dieser abläuft, spawnen Raider und andere KI auf der Map, die einfach die letzten paar Spieler, die nach deren Definition zu defensiv spielen, dann einfach downhunten werden und über den Haufen schießen. Arena wird ebenfalls bestimmte Loot-Punkte bekommen, welche dann ebenfalls auch als Points of Interest sein werden. Das bedeutet Waffen, Munition und möglicherweise Heal-Stuff. Also Looten wird ebenfalls eine Option sein, während wir in einem Arena-Fight sind. Es wird ebenfalls einen Modus geben in der Arena, wo wir Wellen von Gegnern über den Haufen schießen werden. Das heißt also möglicherweise so eine Art Tower-Defense-mäßig, nur halt mit Spielern. Keine Ahnung, ich glaube nicht unbedingt, dass es in Richtung Tower-Defense gehen wird, dass wir irgendwelche Sachen bauen werden. Aber ein typisches, vielleicht ein Zombie-Modus à la Call of Duty, wenn man es zum Beispiel kennt. In diese Richtung könnte es vielleicht angehen. Der Call of Duty-Zombies-Vergleich ist allerdings hier an der Stelle nur eine Spekulation. Das Gear-System im Arena-Modus scheint sehr, sehr interessant zu sein. Und zwar wird es predefinierte Loadout insgesamt geben. Und zwar werden wir diese von bestimmten Karten dann unlocken. Ich hoffe nicht so wie das Kartensystem von Star Wars Battlefront 2, weil das war eine Shitshow, aber gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine bestimmte Karte dann unlocken, wenn wir einfach dann im Progressen, vielleicht sind die dann auch einfach hinter diesen Tasks dann einfach gelockt, die wir dann freispielen müssen. Wenn wir Escape from Tarkov als Main-Spiel ebenfalls haben werden und diesen Account dann mit dem Tarkov Arena-Account dann verbinden werden, dann haben wir dort die Möglichkeit, unseren Hauptcharakter zu spielen und dort unser Gearset in Escape from Tarkov einzustellen und dieses Gearset dann ebenfalls auch in dem Arena-Modus zu spielen. Hat natürlich die Riesenproblematik, dass es einfach hardcore overpowered sein könnte, dass man dann mit einer komplett full gemoddeten M4 mit 60er Magazin, M995, allem möglichen und drum und dran dann in der Arena spawnt
und dann ist er auf einmal vielleicht in diesem Karten-Preset-Loadout-System vielleicht einfach nur ja eine AKSU im Vollmod oder überhaupt vielleicht nur eine Budget-M4 oder eine Budget-AK oder sonst irgendwas, wo man sich dann einfach einen extremen Vorteil verschaffen könnte, wenn man das Main-Game hat. Aber das werden wir dann natürlich sehen, auch hier natürlich wieder ein bisschen Spekulation. Dann genug an der Stelle einmal von dem Arena-Modus und wir schwingen jetzt auch rüber zu Streets of Tarkov. Das ist die einzige Information, die wir an der Stelle eigentlich bekommen haben. Und zwar einmal, ja, Streets of Tarkov braucht noch Optimierung. Das war's, wir machen weiter. Die USEX und die Bears bekommen neue Anfangsklamotten. Die sehen am Anfang ein bisschen anders aus. Ja, nichts allzu Interessantes dafür. Aber die USEX bekommen ebenfalls auch noch zwei neue Stimmen. Und die Bears ebenfalls, und das ist ein Riesenpunkt, denn die Bears werden jetzt tatsächlich ein gebrochenes Englisch haben in Escape from Tarkov. Das heißt, wir können die Bears jetzt auch endlich mal verstehen. Dann wurde endlich das G36 announced und wir haben es endlich in-game gesehen. Es wurde in-game geschossen und wir bekommen gefühlt alle Varianten vom G36. Für mich, vom Gefühl her, ist das G36 eine Option im 5.56er Kaliber, dass wir tatsächlich hier eine Möglichkeit haben, eine Waffe im Budget-Bereich zu spielen und später auch im Meta-Bereich. Denn wir bekommen die unterschiedlichsten Läufe, was das Ding möglicherweise zu einem kompletten Laser machen könnte. Das werden wir natürlich sehen. Aber ich fände es cool, wenn wir eine Waffe hätten, die ein bisschen mehr, wenn man sie unterschiedlich moddet, halt im Budget-Bereich unterwegs ist und dann wieder perfekt dann auch im Meta-Bereich sehr relevant ist. Dann bekommen wir an der Stelle ebenfalls noch eine Auto-Shotgun, weil wir haben noch nicht genug Shotguns in dem Spiel. Wir haben an der Stelle dann einmal die Möglichkeit, diese Shotgun von Semi-Auto, also von der Pump-Action, auf Semi-Auto umzustellen. Und dort können wir dann einfach komplett durchtriggern. Unsere PMCs bekommen einmal Special Slots. Aktuell haben wir bereits einen Special Slot im Spiel und zweimal den Slot für den Kompass. Dieser wird jetzt ebenfalls noch erweitert für den Rangefinder. Das heißt, wir können den Rangefinder nicht mehr verlieren, wenn wir sterben. Bin mal gespannt, wie wir das mit den Keybinds dann noch genau lösen werden, weil jetzt auf einmal brauchen wir noch eine neue Taste hier auf der Tastatur. Das könnte vielleicht ein bisschen interessant werden. Aber Rangefinder wird ebenfalls auch noch reingepackt und dann später ebenfalls auch die Radio-Sets. Aktuell scheinen wir für den dritten Slot noch nichts Definierbares am Start zu haben. Vielleicht auch sogar ein Keytool. Fände ich ultra cool. Dann bekommen wir eine neue AK im Spiel und zwar die RD-704. Das ist eine AK-47 im 7.62x39 Kaliber und sie wird in Online-Artikeln tatsächlich kommuniziert als die beste AK, die jemals gebaut wird. Hat eine Feuerrate von 650 RPM, also Richtung Mutant. Vielleicht aber besseren Recoil dadurch. Ist eine Waffe, die sehr, sehr kurz ist tatsächlich. Scheinbar zählt sie in den Vereinigten Staaten ebenfalls auch als Pistol, weil sie halt einfach so klein gebaut ist oder bestimmte Regularien halt dann einhält. Also vielleicht für Close Quarter Battle auf jeden Fall was Interessantes. Feuerrate ist nicht ganz so was Besonderes, aber wenn der Recoil stimmt, dann könnte das Ding auf jeden Fall in der Meta oben mitspielen. Die Lighthouse Expansion soll später im nächsten Wipe tatsächlich so funktionieren wie Labs. Das heißt also, wir werden dort erst reingehen können, wenn wir am Eingang ein bestimmtes Item möglicherweise abgeben, wie zum Beispiel die Keycard. Das heißt also, wir können erst wahrscheinlich auf die Insel, wenn wir dort einen gewissen Eintritt bezahlt haben. Bin sehr gespannt, wie das genau funktionieren wird. Vielleicht ist das auch unsere Interaktion mit dem Händler. Die Flaregun und ein Einzelnutz, Einzel-Single-Use-Flare wird ebenfalls auch ins Spiel reinkommen. Und hier haben wir dann einmal die unterschiedlichsten Farben. Der rote Flare wird dann tatsächlich ebenfalls auch einen Airdrop tatsächlich zu eurer Position callen, wo ihr den Airdrop dazu, beziehungsweise wo ihr den Flare dann schießt. Airdrops werden jetzt neu aufgeteilt, das heißt, wir können insgesamt vier unterschiedliche Arten von Airdrops dann erwarten, nämlich einmal Medical, Technical, Supply und Waffen und Ausrüstung. Genau, Waffen und Ausrüstung in einem, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau, so müsste es sein. Dann wurde AMD FSR ebenfalls auch angekündigt. Was das ist, im Endeffekt die AMD-Version von DLSS. Also für die Leute, die in einer höheren Auflösung spielen, können das Ganze nutzen. Für die Leute, die eine alte Grafikkarte haben von Nvidia, nämlich eine GTX-Karte, die können das Ganze auch ebenfalls nutzen, denn DLSS ist ja eigentlich nur erst ab den RTX-Karten verfügbar. Bedeutet, ihr könnt AMD FSR ebenfalls auch als GTX-Kartennutzer dann nutzen. Bedeutet also, wenn ihr WQHD spielt oder so, könnt ihr mit einer GTX-Karte noch ein paar mehr Frames rauskitzeln. Dann wird der wunderbare Herr Fans uns Daily Quests geben. Und zwar werden das Möglichkeiten sein, unsere Fans Reputation tatsächlich ein bisschen nach oben zu pushen. Wir haben dort ebenfalls allerdings auch in der Scav Daily Quest gesehen, dass dort XP dazugegeben wurde. Jetzt ist halt die Frage, wo geht die XP hin? An den PMC? Oder an der Stelle tatsächlich dann auch direkt zum Scav, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber wir können auf jeden Fall Friends Reputation grinden, wenn wir da Interesse dran haben über die Dailies. Dann wurde Night Vision einmal für den nächsten Patch komplett überarbeitet. Wie genau sich das verändern wird, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich einfach gerade on screen sehen, wie es aussieht.
Infrarot-Taschenlampen werden jetzt anständig funktionieren und die Infrarotlaser ebenfalls. Mal schauen, wie sich das Ganze dann genau umsetzen wird im Spiel selbst, gerade auch was das Balancing natürlich angeht. Und jetzt, bevor wir zu einem der geilen Punkte kommen, kommen wir jetzt einmal zu einem der Punkte, die ich gerade erwähnt habe, die ein bisschen scheiße sind. Und ja, wir haben jetzt endlich Co-op announced bekommen. Das heißt also, wir können dann mit unseren Freunden tatsächlich endlich in eine Lobby springen und gemeinsam gegen Bots spielen und das ganze Spiel trainieren. Problematik ist allerdings, dass wir dafür die Edge of Darkness Edition haben. Klar, viele Escape from Tarkov Spieler werden die Edge of Darkness Edition mittlerweile schon haben, aber für mich ist der Koop-Modus natürlich ein Aspekt, wo man sagen kann, ey, ich habe gerade einen neuen Spieler an der Hand, ich habe gerade mit meinem Freund gerade das Spiel gekauft und wir starten jetzt gerade zum allerersten Mal in die Runde, ich möchte dem ein bisschen was zeigen. Ja, der müsst ihr jetzt von der Standard-Edition auf die Edge of Darkness Edition upgraden, nur damit ihr gemeinsam eine Koop-Runde spielen könnt. Ich weiß es nicht genau, was bei denen dort in den Kopf vorgegangen ist. Sie haben gesagt, ja, wir müssen neue Server mieten oder sonst irgendwas, damit wir das Ganze finanzieren können. Deswegen nur Edge of Darkness Edition. Vielleicht ändern wir das in der Zukunft. Ist einfach kein cooler Move von Battlestate Games. Das ist meine Meinung. Ich finde, es mag vielleicht sein, wir können dann schön als Streamer Custom Lobbies machen und uns gegenseitig die Schädel einschießen mit unserer Community. Wunderbar, ja, ist cool, aber ist eigentlich nicht das, wofür ich eigentlich Koop immer so im Kopf hatte, so als Trainingsmodus für Leute, die gerade anfangen mit Escape from Tarkov. Das ist ein echt saurer Beigeschmack, finde ich uncool. Was tatsächlich ganz interessant ist, der Koop-Modus wird tatsächlich so funktionieren, dass ihr mit 11 Leuten maximal in einer Gruppe sein könnt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall schon mal einige Leute mitnehmen. Jetzt kommen wir zu einer der geilsten Sachen, oder nicht einer der geilsten Sachen, aber was Waffen angeht, auf jeden Fall zu einer sehr, sehr coolen Sache. Und zwar die MK18 bekommt jetzt im gleichen Kaliber, im 338er Kaliber, tatsächlich eine Bolt-Action-Sniper. Und zwar ist das einmal die AXMC. Freue ich mich ultra drauf, das Ding hat richtig einen Wumms und jetzt haben wir endlich eine Bolt-Action-One-Shot-Sniper im Spiel, neben der typischen PS-Munition, die eh nicht so ganz funktioniert, aber gut, das ist was anderes, aber wir haben endlich eine One-Shot-Sniper im Spiel und das wird sich endlich richtig, richtig geil anfühlen und das Kaliber bekommt ebenfalls auch noch einen Schalldämpfer, das heißt die MK18 und diese Sniper bekommen ebenfalls noch einen Silencer, was das Ganze nochmal viel, viel mehr viable machen wird. Dann bekommen wir an der Stelle noch die MP18 als weitere Waffe. Das ist eine Single-Shot-Waffe, also eher eine Meme-Waffe im Mosin-Kaliber. Auch danach natürlich irgendwo One-Shot-Potenzial, aber eher für den Low-Budget-Bereich angesiedelt und vor allen Dingen halt auch wahrscheinlich einfach als Meme-Waffe zum Spaß haben, dann, die ihr dann nutzen könnt. Freunde, das war schon die Zusammenfassung vom Tarkov TV Podcast. Sau viele Informationen, die wir heute bekommen haben. Lasst mir gerne wirklich Feedback in den Kommentaren dazu da, was ihr davon findet. Mich würde es ultra interessieren, wie ihr als Community das Ganze natürlich dann aufnimmt, was BSG uns da jetzt vorführt. Und ansonsten, Freunde, viel Spaß in euren Raids und hoffentlich haben wir bald einen Wipe.